Hallöchen, heute gibt's endlich die Gewinnspielauslosung. Und zwar konntet ihr ja für diese beiden Bücher kommentieren und diese gewinnen zusammen mit einem Päckchen. Ich werde mir da noch ein bisschen was einfallen lassen, was da noch mit reingehommt und reingehört. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr in den Sommer starten könnt und dafür die passende Lektüre habt mit so ein paar Kleinigkeiten. Ja, mein Exemplar lege ich nun mal zur Seite und dann geht's los. So, für all diejenigen, die mitgemacht haben, es waren leider nicht so viele, wie ich das gehofft habe, aber trotzdem, für diejenigen steigt natürlich die Chance. Und ich habe sie hier alle in roten Zettelchen in meiner Schüssel und da ziehen wir jetzt mal gleich. Ich bin total aufgeregt. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin mindestens genauso aufgeregt wie ihr und wie bei meinen Büchern, die ich immer ziehe. So, jetzt aber wirklich mal, ich gucke nicht rein, kann gar nichts sehen. Das ist Nummer 1. Und zwar hat gewonnen. Na. Fly Around and Fall. Und. So, Nummer 2. Es hat auch gewonnen Claudias kleine Bücherwelt. Da freue ich mich ganz besonders, weil, soweit ich weiß, bist du eine, die schon wirklich ganz lange mit dabei ist. Auch immer mal wieder kommentiert und das freut mich sehr. Das zweite Exemplar geht an dich. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Ich werde mir eure, eure Tipps, eure Kritik zu Herzen nehmen und versuchen, weniger Ams und mehr tolle Bücher und immer abwechslungsreich zu bleiben. Genauso ist das natürlich auch mein Plan bisher. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ihr alle mitgemacht habt. Die beiden Gewinner dürfen sich bei mir melden und zwar unter der hier angezeigten E-Mail-Adresse sanja-designs@web.de. Das Ganze schreibe ich auch nochmal unten rein in die Infobox. Und wenn ihr jetzt gewonnen habt oder auch nicht, hoffe ich, bleibt ihr mir trotzdem treu und guckt vielleicht mal unter dem i nach. Da ist das erste Video, das ich hier veröffentlicht habe, zu sehen und so nach 2 Jahren könnte man vielleicht auch mal ein Vorstellungsvideo machen. Das wäre so meine Idee für die nächste Zeit. Ja, es wird sich also noch einiges tun. Bleibt gerne dabei. Ich würde mich freuen. Und die beiden Gewinner, wie gesagt, melden sich bitte bei mir. Im besten Falle bis Mittwochabend. Dann würde ich da nämlich gerne die Pakete fertig machen, damit ihr sie zum nächsten Wochenende schon in den Händen halten könnt. Gut. Das war's dann für dieses kurze Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!